meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Hello. Felix ist auch da, der Hund ist auch da. Und genau, wir sind jetzt gerade aufgestanden, bestimmt, also wir sind schon ein bisschen länger wach. Aber wir werden jetzt losfahren kurz in die nächste Stadt und werden kurz Blumen kaufen, weil heute, habe ich ja gar nicht gesagt, ist unser Babybauch-Shooting. Genau, heute ist unser Babybauch-Shooting und dafür wollte ich noch frische Blumen holen. Vielleicht kann man damit coole Fotos machen. Also man kennt ja dieses typische Foto, wo die Frauen in Milchwasser baden sozusagen und dann mit den Blumen und so. Aber das können wir leider nicht machen, weil wir haben keine Badewanne. Ne doch, wir könnten das unten machen, Schatz. Das wäre ziemlich komisch. Nee, das geht leider nicht. Wir haben eine Badewanne, die ist nicht angeschlossen. Aber, ja. Wir wollen halt, ich dachte halt, frische Blumen. Kann man vielleicht noch was Cooles mitmachen. Und dann muss ich auch noch Geld holen. Ich weiß nicht, ob ich vorab bezahlen muss. Oder wenn sie halt da ist, die Fotografin. Oder ob wir das erste Mal, wenn wir die Fotos bekommen. Aber ja, wir holen einfach das Geld von der Bank. Und dann können wir das einfach bezahlen. Im Notfall. Mal gucken, wie das so abläuft. Genau, ich habe auch schon ein paar Sachen rausgelegt, die wir ja so einbauen wollen. Das Fotoshooting, die Sachen, die wir schon mit der kleinen Maus verbinden. Sachen, wo ihr Name drauf steht, ihre Schnullerketten und so. Das steht alles hier. Seht ihr, das ist so ein Riesenberg. Und auch, ja, Ultraschallbilder habe ich. Und ein paar Klamotten von mir. Mein Abschlusskleid, wo ich meinen Abschluss drin gemacht habe. Schatz, da habe ich gestern überlegt, müssen wir so ein Vergleichsfoto machen. Wir haben ja noch ein Foto, wo ich das damals anhatte. Und dann müssen wir mit Baby überhaupt noch so ein Foto machen. Ja, aber das ist so ein Fukuhila-Kleid. Und ich glaube, das sieht richtig gut aus mit Babybauch. Und wenn wir dann noch, ja, das so mit so einem Föhn, so, dass das hinten so wegfliegt, das wird bestimmt richtig mega aussehen. Sie bringt auch noch einiges mit. Also ich habe ihr schon Fotos geschickt, was ich so ungefähr haben möchte. Und sie hat gesagt, okay, das bringt sie alles mit. Also sie bringt einiges mit. Und ich bin sehr gespannt. Wir müssen jetzt gleich noch die Baustelle aufräumen, weil wir machen das Ganze auf der Baustelle. Weil hier in meinem Zimmer haben wir viel zu wenig Platz. Und dementsprechend machen wir das oben auf der Baustelle. Da müssen wir es gerne nochmal sauber machen. Aber sonst ist es kein Problem, weil sie bringt halt eben ihr ganzes Setup mit. Wir brauchen halt nur einen großen Raum oder einen relativ großen Raum. Deswegen machen wir es oben im Schlafzimmer. Da ist genug Platz. Und genau, jetzt werden wir erstmal uns losmachen. Weil wir halt, wie gesagt, schon die Sachen kaufen müssen. Und danach müssen wir uns noch fertig machen. Ihr seht, ich habe hier so einen riesen Monsterpickel bekommen. Natürlich, wenn man ein Fotoshooting hat, da kommen immer die Pickel. So, meine Lieben, ich bin jetzt im Bad. Wir waren gerade bei Rewe, haben kurz alles eingekauft und jetzt machen wir uns fertig. Hallo Hund. genau, und jetzt ja, geht dann schminken, Haare machen, mal gucken, was ich mir so einfallen lasse. So, ich bin jetzt einigermaßen fertig. Habe meine Haare jetzt mehr nichts gemacht, weil was soll ich damit auch machen? Irgendwie habe ich da keine Idee. Sie ist auch schon da, eine halbe Stunde zu früh, wir müssen jetzt beeilen. Ich gehe jetzt kurz auf Toilette, weil ich schwanger und so. Und dann geht's los. So, meine Lieben, ja, der Tag ist vorbei. Ich habe sehr, sehr wenig gefilmt. Ich weiß eigentlich gar nicht. Der Grund dafür, ja, beim Fotoshooting waren wir sehr, sehr viel nackt. Also es gab sehr, sehr viel Haut zu sehen und das wollte ich euch natürlich nicht abfilmen. Ja, wir warten jetzt ganz gespannt auf die Fotos. Die wollte sie uns heute Abend noch per E-Mail schicken. Da gucke ich natürlich mit euch zusammen nachher rein, dass ihr da auf jeden Fall so einen kleinen Einblick bekommt. Und ja, wir waren jetzt den ganzen Tag auf der Baustelle oben, deswegen habe ich hier auch wieder mein Bau-Outfit an. Mit Gips drauf und meine Baufrisur. Ich muss mich jetzt noch gleich abschminken, ich bin nämlich noch geschminkt vom Fotoshooting. Das wollte ich jetzt schnell machen. Der Hund läuft hier rum. Genau. Das Fotoshooting war wunderschön, wirklich. Also, sie ist super nett gewesen und sie war so toll. Ich glaube, dass ich euch, wenn wir das Neugeborenen-Shooting bei ihr machen, dass ich euch da auf jeden Fall mitnehme. Ja, wir waren irgendwie total auf einer Wellenlänge. Also, sie hat super viel mit uns gesprochen. Sie hat ja viel von sich erzählt, was ich total schön finde. Also, wir hatten eine richtig gute Bindung. Und am Ende war es wirklich so, dass ich mich total bei ihr, ja, richtig ins Herz geschlossen gefühlt habe und es war alles so toll und so, ja, wirklich sehr, sehr schön und ich denke, dass wir euch auf jeden Fall beim Neugeborenen-Shooting ein bisschen mitnehmen. Vielleicht, ja, möchte sie das in Autos für so ein bisschen was filmen
Und ich bin echt begeistert von ihr. Also ich bin wirklich top. Wenn sie jetzt noch die Bilder richtig schön bearbeitet, denn ja, wirklich eine Top-Fotografin. Jetzt wollte ich euch noch kurz zeigen, was wir so ungefähr mit auf die Fotos gemacht haben, damit ihr vielleicht so eine Inspiration habt, was ihr so zum Beispiel ja mit beim Fotoshooting mitnehmen könnt. Ja, ich hatte hier mein Fukuhila-Kleid. Das habe ich, glaube ich, am Anfang des Videos erwähnt. Das hatte ich bei meinem Abschluss an, 2016. Es passt leider nicht mehr. Wir haben trotzdem ein paar Fotos damit gemacht und es ist echt schön geworden. Genau, dann hatten wir den Teddy. Den haben wir ja bei der Babyparty von den Großeltern bekommen. Und den oder das Foto wollen wir dann den Großeltern schicken mit dem Teddy drauf. Deswegen haben wir den auch mit eingebaut. Dann haben wir die Schürchen mit eingebaut hier, wo ihr Name drauf steht. Verlinke ich euch übrigens in der Infobox. Dann natürlich ihre Spieluhr. Verlinke ich euch auch mal in der Infobox. Dann haben wir auch ihre Schnullerkette mit eingebaut. Diese hier. Wir haben jetzt zwei: einmal diese und diese. Aber die Fotografin hat sich hier für diese entschieden. Und wir haben auch Ultraschallbilder mit eingebaut. Total cool. Dann könnt ihr zum Beispiel noch Schnuller nehmen oder kleine Babyschürchen. Und genau sowas haben wir hier halt gehabt. Hier habe ich auch noch so eine Rassel gehabt. Hier haben wir auch noch eine Rassel. Oder solche gestrickten Schuhe. Hier auch noch was mit ihrem Namen drauf. Oder sowas hier. Je nachdem halt, ja, was euch so in den Sinn kommt, was ihr irgendwie mit eurer Tochter verbindet oder mit eurem Baby verbindet, kann man alles eben so in Fotos einbauen. Ja, wir haben auch mit den Babyschuhchen so unsere Schuhe so hingestellt, mit den Babyschuhen, dann auch ein Foto gemacht. Auch total schöne Idee. Aber ist ja, glaube ich, Standard, machen ganz, ganz viele. Aber ja, fand ich auch ganz süß. Aber das werdet ihr auch alles sehen. Die ganzen Fotos werdet ihr alle sehen auf Instagram spätestens. Und ja, ich denke, wenn die heute Abend noch per E-Mail gesendet werden, vielleicht haben wir da Glück. Und sonst, ja, werdet ihr die auf jeden Fall noch sehen. Also ihr werdet sie auf jeden Fall sehen. So, abgeschminkt, umgezogen, Hund ist am Schlafen. Ich habe aufgeräumt, alles erledigt, was ich heute machen wollte. Jetzt lege ich mich schön ins Bettchen und warte, bis Felix von der Baustelle kommt. Die sind noch kräftig am Arbeiten da oben. Und ja, dann geht's für mich morgen, glaube ich, zur Baby One. Da nehme ich euch auch mit. Mal schauen, ob ich endlich die passende Wickelauflage finde. Mal gucken. Ja, und sonst mal schauen, was wir jetzt gleich noch machen. Ich denke, dass wir noch Serie schauen und wie gesagt immer noch auf die Fotos warten. Ich habe immer noch keine E-Mail bekommen von ihr. Ich habe ihr schon geschrieben, aber kam nichts. Vielleicht denn morgen, weil sie heute auch echt total beschäftigt war. Hat sie gesagt, sie hätte noch einige Aufträge nach uns und einige ja vor uns. Und ja, bis man das dann alles sortiert hat, die ersten Fotos und die Speicherkarte, ist, glaube ich, auch eine Menge Zeit vergangen. So, wie gesagt, wenn ich jetzt erstmal was trinken, ich habe total Durst. Und werde mich jetzt danach schön hinlegen. Und denke mal, letzte halbe Stunde wird der Mann wohl noch oben auf der Baustelle sein. Wir haben es nämlich schon 9:30. Ich höre sie gerade, ich glaube, sie kommt gerade. So, meine Lieben, die Fotos sind da und ich wollte es euch natürlich kurz zeigen. Ist jetzt ein bisschen doof so übers Handy, aber geht nicht anders. Das sind so, ja, das erste Foto, das wir geschossen haben. Die erste Kulisse sozusagen. Einfach wir beide. Sind echt ein paar schöne dabei. Ich habe sie mir noch einmal alle angeguckt. Sind, ich glaube, ein bisschen über 100. Genau. Da hat sie natürlich ein paar mehr von gemacht. Die sind jetzt alle unbearbeitet, aber ihr seht die nachher alle bearbeitet natürlich nochmal. Beziehungsweise dann die, die wir uns ausgesucht haben. Wir müssen uns nämlich aus diesen jetzt ein paar aussuchen, die wir gerne hätten. Und dann bearbeitet sie die. Und dann können wir. Dann haben wir die Fotos sozusagen, genau. So, hier haben wir jetzt einmal uns nochmal angeguckt. Auch sehr schön, finde ich. Nochmal ein Küsschen. Hier auch nochmal total schön, wie wir beide so in die Kamera gucken. Oder beide zum Babybauch. Also ich muss echt sagen, die Fotografen haben mir echt mega gut gefallen, aber das habe ich ja schon gesagt.
Genau, und hier haben wir Felix nochmal mit dem Babybauch. Auch ganz schön. Ich hoffe übrigens, der Regen stört euch nicht. Mein Bauchnabel sieht so lustig aus. Oh, jetzt lädt es. Hier haben wir Felix mal wieder so hört. Da hat die kleine Maus zum Glück noch geschlafen. Das hat er bestimmt voll eine gewischt gekriegt. Und ich liebe einfach dieses Bild. Ich finde es so schön, weil er da so niedlich guckt. Einfach so bezaubernd. Und einmal ein Küsschen. Auch da war sie zum Glück ruhig. Ja, und die nächsten Fotos sind leider etwas erotischer, sag ich mal. Dementsprechend möchte ich euch die nicht zeigen. Ja, ich spule jetzt einmal kurz vor zu den Fotos, die ich euch noch zeigen kann. Und dann, genau, war das auch. Hier beginnen langsam noch so Fotos. Genau, hier. Hier haben wir noch Fotos in meinem Abschlusskleid gemacht. In dem Kleid habe ich damals meinen Realschulabschluss gemacht. Das hat leider nicht mehr gepasst. Also, habe ich euch ja auch schon gesagt. Aber, ja, finde ich auch total schön mit diesem Grün. Und dann haben wir noch so ein weißes angehabt. Auch total schön. Obwohl ich das jetzt nicht so schön an mir fand. Genau. Dann hatte ich noch so ein lilanes an. Also hier müsst ihr euch auch vorstellen, dass der ganze Rand und so ist halt alles total unbearbeitet und so. Das wird halt alles noch gemacht. Aber genau, so ein lilanes Kleid hatte ich noch an. Und dann hatte ich noch, und da sind auch, glaube ich, die schönsten Fotos mit entstanden, so ein anderes, zwar auch lila, aber genau, das sah so aus. Auch richtig schön finde ich das, wie das hier unten so fällt. Mega. Und ich glaube dann, genau, dann war mein Bauch nur noch in so ein Fischernetz eingepackt, auch total cool, weil sie beim Neugeborenen-Shooting das Baby sozusagen in dieses Fischernetz einpackt. Deswegen finde ich sie auch total schön. Und dann haben wir noch unsere Schuhe fotografiert mit den Babyschuhchen zusammen. Genau, jetzt werden wir nachher aussuchen unter den Fotos, was wir ja haben wollen, was uns gefällt. Ja, genau, mein Lieben. Ich komme gerade von der Baustelle. Also nicht wundern, warum ich hier schon wieder das Outfit anhabe. Und einen Zopf und so. Das waren jetzt unsere Fotos. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich schaue gleich nochmal mit Felix durch und dann entscheiden wir so, ja, welche wir nehmen, welche nicht. Ach so, wir haben übrigens, habe ich dann gerade total übersprungen, mit ein paar Babysachen. Also Schnullerkette hatten wir noch, den Teddybär der Großeltern und unsere Spieluhr zum Beispiel, wo ich die Spieluhr hier gerade sehe. Da haben wir auch Fotos gemacht von. Ja, habe ich jetzt ganz übersprungen anscheinend. Kam, glaube ich, nach den erotischen Bildern. Ja, irgendwie so. Da haben wir so mit drin. Ich habe voll die roten Wangen. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich kriege Fieber. Irgendwie ist heute nicht so gut. Ja, darum geht es auch gar nicht. Ich wollte jetzt das kurz einfach nochmal zeigen. Und dann würde ich auch diesen Vlog hier beenden. Ja, ich wollte jetzt einfach nur noch mal die Fotos gezeigt haben, dass sich halt dieser Vlog auch wirklich lohnt, beziehungsweise der Titel Sinn macht. Ich finde, bei solchen Videos, ja, sollte man die Fotos auch sehen. Oder eventuell halt es beim Shooting. Aber beim Shooting hat leider nicht geklappt. Das, wie gesagt, probiere ich beim Neugeborenen-Shooting auf jeden Fall. Ich denke, das ist okay für sie, weil sie ist so gut drauf. Nur bei dem Shooting gestern waren wir einfach so voll geplant und wir haben einfach ja, die ganze Zeit genutzt und ja. Da kam ich gar nicht auf die Idee, die Kamera irgendwie mitzunehmen. Aber ihr habt ja jetzt die Fotos gesehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und genau, dann könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr zu den Fotos sagt, zu den Fotoideen. Ich hätte mir mehr erhofft, was ja, die Ideen und so angeht. Aber ich bin trotzdem sehr zufrieden. Ich bin jetzt gespannt, wie die Fotos bearbeitet aussehen. Und ja, dann mal schauen, wie wir die nachher alle in unserer Wohnung einbringen und wie nachher das Neugeborenen-Shooting wird, da bin ich auch richtig gespannt. Aber erstmal muss die Baby muss da sein. Noch ist sie ja drin. So, jetzt hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Lasst einen Kommentar und einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!